Grüßt euch und somit herzlich willkommen zur Vorstellung des brandneuen EcoFlow Blade. Ein smarter Mähroboter mit Satellitenunterstützung. Was wiederum bedeutet, das lästige Abstecken von Grundstücksgrenzen ist Geschichte. Gleich nach dem Intro alle Infos zum neuen Roboter und dann wird das System zusammen mit euch eingerichtet und in Betrieb genommen. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Während ihr wie gewohnt bei größeren Produkten das Unboxing jetzt im Hintergrund schon parallel mitlaufen seht, ein paar Informationen zum Roboter selbst. Zum Gerät selbst lässt sich optional noch, ich sage jetzt den englischen Namen, das Lawn Sweeper Kit bestellen. So gesehen ein Auffangkorb, nicht nur für geschnittenes Gras, sondern auch für Blätter, die auf einem Rasen rumliegen. Somit ist der Blade derzeit der einzige smarte Mähroboter mit einem Auffangkorb, der auch noch Laub sammeln kann. Dass ich das jetzt nicht testen konnte, ist klar, wir haben gerade Frühling bis Herbst, dauert es noch, aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ich, wenn es dann soweit ist, nochmal ein weiteres Video zu dieser Funktion machen soll. In der Verpackung des Blade also schon alles enthalten, was das Gerät benötigt, um arbeiten zu können. Von der Ladestation bis hin zur GNSS-Antenne, die dann die Verbindung zu den Satelliten aufbaut und den Blade dann ohne irgendwelche physisch abgesteckten Grenzen durch den Garten navigieren lässt. Ich werde euch gleich im Laufe des Videos zeigen, wie ich mit Hilfe der EcoFlow App einen Arbeitsbereich und Zonen festgelegt habe, an denen der Roboter nicht mähen darf. Wird noch interessant. Eins will ich schon mal verraten, bei diesem Verfahren wird der Roboter mit Hilfe des Smartphones durch den Garten ferngesteuert. Passendes Netzteil sowie Anschlusskabel für die Antenne und die Ladestation liegen ebenfalls bei. Häkchen zum Fixieren der Kabel sowie Schrauben, um die Station im Erdreich zu fixieren. So viel zum Verpackungsinhalt, kommen wir mal zum Roboter selbst, welcher übrigens 16 Kilogramm wiegt. Das Design des Blades sieht sehr futuristisch aus und hat hier meinen Geschmack zumindest getroffen. Natürlich über Design und Geschmäcker lässt sich streiten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie auf euch das Design wirkt. Ich finde, das sieht aus wie so ein Mondgefährt. Und das unter anderem wegen der 20 cm großen Omni-Räder auf der Vorderseite. Dank diesen Rädern kann sich der Blade auf einer Stelle um 360 Grad drehen. Dass die Räder die ganze Zeit angewinkelt sind, mag vielleicht gewöhnungsbedürftig aussehen. Und dank der großen Räder Bauweise kann der Blade Kanten von bis zu 40 mm erklimmen. Die normalen Hinterräder mit ordentlichem Grip sorgen für den Vortrieb. Mit einer vollen Akkuladung soll eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden drin sein. Natürlich, falls ihr einen riesengroßen Garten habt, ähnlich wie bei einem Saugroboter, der Blade kehrt zur Station zurück, lädt sich auf, fährt wieder raus, macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Fürs Rasenschneiden sorgen gleich 3 Klingen, die wird eine Mähbreite von 26 cm erreicht. Die Schnitthöhe lässt sich in der EcoFlow App einstellen, von 20 bis 76 mm. Nachdem man sich als Nutzer für eine Rasenhöhe entschieden hat, passt der Blade die Höhe des Mähwerks von alleine an. Und seien wir mal ehrlich, ohne irgendwelche Sensoriken wäre es ja kein smarter Mähroboter. EcoFlow nennt diese Technologie X-Vision. Inverständlich ausgedrückt, es ist ein LiDAR-Sensor sowie eine Kameraeinheit für die Hinderniserkennung verbaut. Wenn es schüttet, regnet, mäht man keinen Rasen. Nicht, weil man nicht nass werden möchte, sondern weil das alles anfängt zu kleben. Hier ein Regensensor verbaut. Sobald dieser feststellt, dass es regnet, kehrt der Blade von alleine zur Ladestation zurück und wartet erstmal den Regen ab. Apropos Regen und Wasser. Der Roboter ist nach IPX5 geschützt, was laut dieser Klassifizierung für einen Schutz gegen Strahlwasser, zum Beispiel eine Düse, aus einem beliebigen Winkel steht. Das heißt, man kann den Roboter auch ruhig mal mit einem Gartenschlauch reinigen, sollte also hier in diesem Fall der Technik nichts ausmachen. Es gibt hier eine verbaute Diebstahlsicherung mit 4G und einer eSIM, also einer digitalen SIM-Karte, die verbaut ist. Nachdem ihr nun alle technischen Grunddaten des Roboters wisst, möchte ich das System jetzt gerne mit euch zusammen in Betrieb nehmen. Und hier schon mal der Hinweis, der Rasen, auf dem der Blade unterwegs war, war schon fast ein Ticken zu hoch und es hatte kurz davor auch noch geregnet. Aber das konnte ich jetzt während der Testzeit leider nicht anders einrichten. Nichtsdestotrotz, ihr werdet es gleich sehen, war das Mäh-Ergebnis kein schlechtes. Lasst uns mal die Location wechseln. Ich habe jetzt mal den kompletten Verpackungsinhalt hier vor mir vorbereitet und möchte das Setup mit euch zusammen kurz einrichten. Aber als nächster Hinweis, das hier ist der Garten meiner Eltern und das System wird später dann in meinem Garten installiert. Warum mache ich das Video jetzt hier? Naja, mein Haus und mein Garten sieht im Moment noch so aus. Das heißt, wenn mein Grundstück dann irgendwann soweit ist und der Rasen dort gewachsen ist, werde ich den Blade dort installieren. Das Wechseln des Gartens später sollte hier keinen großen Aufwand darstellen. Später muss ich
sich einfach diesen Vorgang des Einrichtens mal schnell im neuen Garten wiederholen, das Gerät kurz einlernen und los geht's. Hab mir für die Installation eine Actionkamera auf den Kopf geschnallt, damit es so aussieht, als würdet ihr das Gerät selbst einrichten, also so eine First-Person-Ansicht. Was wir als erstes machen, das ist die Kabelverbindung für die GNSS-Antenne herstellen. Worauf wir jetzt bei der Antenne achten müssen, dass diese mindestens einen Abstand von 2 Metern zu hohen Objekten hat, einem Haus oder auch größeren Bäumen. Also hier sollte das eigentlich klappen. Schauen wir mal gleich, wie gut der Satellitenempfang sein wird. Wie ihr seht, es gibt 2 Verbindungskabel, einmal mit B markiert, das andere mit A. Für die Kabelverbindung der GNSS-Antenne bitte das B-Kabel verwenden. Die Station selbst hat auch 2 Kabelanschlüsse, das andere dann hier für das Netzteil. Beim Installationsort der Station selbst bitte darauf achten, dass man natürlich zur Stromquelle mit dem Kabel hinkommt, denn die Station lädt den Akku des Blade auf und die Fläche muss relativ eben sein. Das Gefälle darf nicht mehr als 5 Grad betragen. Okay, zunächst mal hier das Kabel befreien. Wir schnappen uns zunächst diese Gabel hier. Hier sind spitze Enden dran, friemeln das Kabel einmal hier durch. Jetzt schnappen wir uns hier dieses Rohr. Zack, das Kabel durchgefriemelt, relativ selbsterklärend. Ein bisschen Lego-Prinzip, würde ich mal sagen. Wertig verarbeitet ist ein Aluminium. Pulverbeschichtet das Ganze. Das zweite Element, schauen, dass man hier das Gewinde hat. Es kommt auch mal ein bisschen Sonne durch, dieses Aprilwetter immer, ne? Ist aber ein langer Gewindeweg hier. Aber sicher ist sicher. Im nächsten Schritt dann die Antenne richtig verbinden. Einmal hier den zugedreht. Zack, das restliche Kabel jetzt wieder ordentlich reingefriemelt. Aha, jetzt kommt hier der Speer zum Einsatz. Das Kabel bitte durch diese Ausführung friemeln noch. Zack, ich stecke das jetzt mal hier in das Beet rein, damit später der Roboter nicht ans Kabel kommt. Wir haben auch so kleine Kabelhaken, sage ich jetzt mal, beiliegen. Perfekt. Um das Kabel dann letzten Endes schön fest am Rasen auch zu fixieren, damit der Roboter später nicht rankommt. Guck mal, hey, als hätte ich eine Wasserwaage benutzt hier, gerade. Um es euch mal kurz vorzuführen, das Kabel ist auch lang genug, ne? Also wenn die Antenne dann doch ein paar Meter weiter weg von der Station steht, das sollte kein Problem sein. Ich habe es, wie gesagt, in dem Fall relativ nah installiert, denn 2 Meter Abstand haben wir zu hohen Objekten. Ich hoffe sehr, dass die Antenne gleich ausreichend Empfang hat. Hättet ihr Interesse, dass ich auch mal ein Video mache, wenn es um das Thema PV-Anlage geht? Auch hier gibt es ja ein Haussystem bald von EcoFlow. Bin ich gerade am Überlegen, fürs Haus zu besorgen. Und das gleiche Spielchen mit dem anderen Kabel für die Stromversorgung. So schaut das Netzteil im Grunde aus, wird jetzt mit der Station verbunden. Das muss ich euch ja jetzt nicht extra zeigen. Das andere Ende kommt in die heimische Steckdose und dann haben wir hier eine Stromversorgung hergestellt. Nachdem ich das Netzteil in die Steckdose gesteckt habe, ging hier an der Station ein blaues Licht auf. Was wir jetzt machen, einmal den Blade händisch in die Station stellen. Wenn dann gleich alles vom Empfang her und so weiter passt, können wir die Station mit beiliegenden Schrauben im Boden fixieren. Zack. Schauen wir mal, was es hier gleich gibt. Leuchtet blau auf hier. Oh, sogar auch hier. Let's start a new journey. Noch auf Englisch. Ich denke, die Sprache lässt sich dann einstellen. Die EcoFlow App habe ich persönlich schon installiert, weil ich die Stromspeicher von EcoFlow benutze. Das heißt, der Sticker kann jetzt weg. Hier gibt es auch noch weitere Knöpfchen. An, aus, Play. Ich denke mal, hier kann auch händisch ein Auftrag gestartet werden und dann zurück nach Hause zum Laden. Kaum die EcoFlow App gestartet, wird auch schon ein neues Gerät angezeigt. Hinzufügen, wird verbunden. Ach, automatisch auch schon die Sprache auf Deutsch. Bluetooth verbunden. Und ja, hier ist ein Lautsprecher drin. Aktualisieren. Es gibt eine neue Firmware. Das ist gut. Behebt bekannte Probleme, verbessert die Benutzererfahrung. Aktualisieren. Aktualisierung läuft. 50% geladen bereits. Da ist der Kleine. Hallo. Gleich, wenn das Update installiert ist, werde ich zunächst mal das Grundstück zuweisen. Das geschieht auch über die App. Habe auch mal ein Hindernis platziert, um euch zu zeigen, wie man
Hindernisse als Nicht-Mähfläche quasi in die App, in die Kartenansicht integrieren kann. 77% des Updates installiert. Ja, 10 Minuten dauert der Vorgang mittlerweile schon und man hört so richtig hier eine Recheneinheit rattern. Also, da steckt Technik drin, meine Freunde. Update erfolgreich abgeschlossen. Lassen Sie uns eine neue Reise beginnen. Und schon will das Gerät eine neue Reise beginnen. Wir gehen mal raus. Auf das Gerät zugegriffen, wird verbunden. Karte wird geladen. Jetzt wird man hier in einzelnen Schritten durch die App geführt. Richten Sie automatisierte Aufgaben für den Rasenmäher ein. Weiter. Vor dem Starten des Betriebs stellen Sie in den Einstellungen des Mähroboters den Mähmodus und die Schnitthöhe ein. Weiter. Aha, und hier mal ganz kurz unterbrochen. Ihr solltet darauf achten, wenn ihr das Gerät zum allerersten Mal installiert, dass ihr hier nicht schon kniehohes Gras im Garten habt. Das muss schon alles ein bisschen vorgemäht sein. Denn solch ein Roboter fährt von alleine raus und hält eine gewisse Höhe. Das heißt, wenn er jetzt im zu hohen Gras startet, das könnte ihn überfordern. Das heißt, den Rasen auf eine Maximalhöhe getrimmt. Ich denke, das wird hier gleich in der App nochmal angezeigt, damit der Roboter dann die eingestellte Höhe quasi abmäht und diese dann beibehält, von alleine startet und so weiter. Okay, zum Starten des Betriebs antippen. Weiter, verstanden. Warum auch immer ist hier schon eine gewisse Fläche angelegt, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt diese Kartenansicht mal zu löschen. So, Karte zurücksetzen. Zack. Karte zurückgesetzt. Danke sehr. Bitte legen Sie eine neue Karte an. Das machen wir doch gerne. Karte erstellen. Und hier nochmal ein Hinweis. Objekte, die hier auf dem Rasen rumliegen, entfernen. Spielzeug, Stöcke, Haustiere. Und hier auch die besagte maximale Höhe des Rasens, 80 mm. Also 8 cm hoch, nicht höher. Man muss gleich 2 Meter entfernt vom Roboter mit dem Smartphone hinterherlaufen und diesen über die App über den Rasen navigieren und somit die Ränder der Fläche zuweisen. Und dabei kann man auch mehrere Arbeitsflächen zuweisen. Wenn ihr zum Beispiel ähnlich wie hier ein Rasenstück 1 habt, getrennt von einem Gehweg, hinter diesem Gehweg dann das zweite Rasenstück. Man kann dann über den Gehweg einen Pfad anlegen, über diesen der Roboter drüber fährt, ohne dass die Klingen arbeiten, also dass da nicht gemäht wird. Und erst wenn dann die zweite Arbeitsfläche erreicht wird, wird weiter gemäht. Kehrt der Roboter zurück, Klingen gehen aus, Arbeitsfläche 1 wird erreicht und dann wird hier zum Beispiel geparkt. Wir gehen mal auf Weiter. Die Verbindung wird hier in grün angezeigt. Kartieren starten. Kartierung des Arbeitsbereiches ist der erste Schritt. Wir drücken drauf. 3, 2, 1. Da tut sich was. Ich gehe mal ein bisschen weg. Hier ist jetzt ein kleiner Joystick auf dem Display. Und darüber wird der Blade gesteuert. Starten. Mit der Einrichtung eines Arbeitsbereichs beginnen. Okay. Das ist jetzt strange. Ich bin ja schon die unterschiedlichsten Sachen geflogen, habe viele Sachen ferngesteuert, aber ein Roboter in dieser Größe noch nicht. Okay, nach links. Ach was, man bekommt so ein kleines Vibrationsfeedback. Das heißt, ich gehe jetzt hinter dem Roboter her. Hoppala, ein Stück zurück. Ein Stück zurück bitte. Die ersten Anfänge sind erstmal holprig. Nach links steuern und da seht ihr natürlich, wie die Räder arbeiten. Ich fahre zunächst mal hier an der Kante entlang, nicht zu nah, da gibt es so kleine Mosaiksteine, die die Klingen kaputt machen könnten. Nochmal zurück nach links, noch ein bisschen, so. Und jetzt können wir hier gerade entlang laufen. Freunde, verzeiht mir, das ist der erste Versuch, aber ich denke, es kommt rüber, wie das Ganze gemacht wird. Zack, 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 zack. Und das wird jetzt über die gesamte Rasenfläche den ersten Arbeitsbereich gemacht. Ja, erstmal Stopp. Natürlich so Sachen hier, da muss man auch nochmal händisch nachhelfen. Ne? Der wird jetzt nicht in alle Ecken kommen. Ich könnte es versuchen, aber jetzt beim ersten Mal will ich die Klinge nicht schrotten. Ich will mich da rantasten. Ihr seht in der App die gezogene Linie. Naja, 95 Meter. Sind das 95 Meter? Man weiß es nicht. Ich werde hier gleich nach links fahren und diese Fläche quasi schließen. Und in den nächsten Arbeitsschritten könnte ich zum Beispiel hier, das würde der noch schaffen, rüber zu fahren, den Pfad definieren und dort dann die zweite Arbeitsfläche. Sowas kann ich gerne nochmal in einem ausführlichen Video machen. Lasst uns erstmal bei den Basics bleiben. Wie gesagt, das ist noch alles sehr neu und interessant für mich.
Das ist das Prinzip, wie man jetzt den Arbeitsbereich für den Roboter festlegt. Zack. Und dank dieser Räderbauweise lässt sich das Gerät natürlich auch schön drehen. Zack. Einmal hier entlang. Und weiter geht er. Freunde, ich habe eben aus Versehen die erstellte erste Karte gelöscht. Bin eben nochmal hier entlang gefahren. Funktionierte schon viel besser, habe ein bisschen mehr Platz zum Rand gelassen. Und ganz wichtig, man muss den Startpunkt, ab dem das Kartieren gemacht oder gestartet wird, merken und auch genau dort wieder stehen bleiben. Denn erst dann bekommt man hier diesen Fertigknopf. Jetzt hat man die Möglichkeit, den Mähmodus einzustellen, einmal in langsam, normal, dynamisch. Die Schnitthöhe von 20 bis 80 mm kann man hier festlegen. Und unter diesem Punkt hier lassen sich Arbeitsabläufe definieren. Wann soll das Gerät zu welchen Uhrzeiten rausfahren und mähen? Ich wollte ja noch dem Gerät die Rutsche zuweisen, damit diese ausgespart wird während der Arbeit. Mal gucken, ob ich das Ganze jetzt noch nachträglich machen kann. Flächenmanagement. Bereich hinzufügen. Das heißt, ich kann in der bereits erstellten Fläche, Arbeitsfläche, einen Bereich hinzufügen. Das Gerät checkt jetzt die Position. Satellitensignal ist normal. Kartieren starten und wir werden hier direkt schon zum verbotenen Bereich geleitet. Kartierung des verbotenen Bereichs. Das Ganze funktioniert genauso wie mit dem Arbeitsbereich. Ich habe das Gerät eben manuell schon mal mit dem Joystick hier rüber navigiert. Das macht man natürlich alles nur einmal. Wenn alles eingerichtet ist, weiß das Gerät von alleine, wo es unterwegs ist. Ich drücke mal auf Starten. Verbotene Bereiche erstellen. Okay. Navigiere hier mal entlang. Ich mache das jetzt nicht alles hochakkurat und werde jetzt auch nicht zwei verbotene Bereiche für die zwei Kontaktflächen der Rutsche erstellen, sondern einmal komplett ausgespart. Den Rest kann man sich ja dann denken. Wie gesagt, kann gerne dann nochmal ein Video machen, wenn das Setup bei mir auf dem Grundstück eingerichtet ist und alles in Perfektion angelegt ist. Zack. Ja, ein bisschen zu nah, aber passt. Jetzt muss ich genau den Startpunkt treffen. Das muss noch ein bisschen optimiert werden, aber es befindet sich alles noch nicht in der finalen Version hier mit der App. Na, ein bisschen vorfahren. Ah, seht ihr, jetzt war ich ein bisschen drüber und dann ist das fertig schon verschwunden. Ich muss wieder zurück. Das Treffen jetzt könnte schwierig werden. Ah, okay, fertig. Der verbotene Bereich wurde hinzugefügt. Jetzt genau die gleiche Sache mit dem Pfad da hinten, wenn ich den zweiten Arbeitsbereich hinzufügen möchte. Aber das würde das Video hier, wie gesagt, sprengen. Ich möchte erstmal das Gerät so zum Laufen bringen. Und wir sehen jetzt hier in der Karte den verbotenen Bereich. Der Ladezustand des Blade wird oben links angezeigt, 73% Ladung. Und jetzt, wo die Karte angelegt ist, würde ich mal sagen, starten wir einen Auftrag. Ich mache ab jetzt nichts mehr. Freunde, das ist die Zukunft. Wie geil ist das denn? Na, Kleiner, brav. Brav, gut machst du das. Also ich kann mich jetzt zurücklegen und den Roboter seine Arbeit machen. Und genau so müssen doch Roboter funktionieren. Bin natürlich auf das Mäh-Ergebnis später gespannt. So sieht der Rasen zum Zeitpunkt jetzt aus. In der App sieht man schon eine gewisse Struktur. Das heißt, er fährt jetzt von oben nach unten den kompletten Rasen einmal ab. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier noch den Korb anzuhängen, wenn keine Rasenreste auf dem Rasen landen sollen. Aber im Grunde sieht das schon ganz gut aus. Solange der Roboter am Arbeiten ist, nutze ich mal die Zeit, um ein paar schöne Shots von dem Gerät während der Arbeit zu machen.
Der Blade hat seinen Job erledigt und passend dazu einfach ideales, schönes Wetter. Ich habe jetzt mal die größere Kamera genommen, um euch das Schnittergebnis zu zeigen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Links hier ganz gut zu sehen, der Rand, der gelassen worden ist. Auch bei der Rutsche wurde ausgespart. Auch ganz gut zu sehen, dass er wirklich ein Muster verfolgt hat, also schöne gerade Linien gefahren ist, um die Fläche zu schneiden. Natürlich gibt es hier und da noch so ein paar Stellen, die ausgelassen worden sind. Könnte auch damit zusammenliegen, dass das Gras eigentlich schon fast zu hoch war. Aber hier könnte man den Blade einfach über die App nochmal losschicken und drüber mähen lassen. Zumal er die Power 80 Quadratmeter jetzt sehr flott geschnitten hat. Was mich positiv überrascht hat, für die Power 80 Quadratmeter gingen nur 10% von der Ladung weg. Also für meine Einsatzzwecke mehr als ausreichend. Jetzt möchte ich noch ausprobieren, wie gut die Hinderniserkennung funktioniert. Dazu starte ich einen neuen Auftrag und stelle mich mal vor den Roboter. Dann schauen wir, was passiert. Eine Aufgabe startet. Ich stelle mich genau davor. Umfahren. Das gleiche nochmal aus der Richtung kommend. Erkennt mich. Umfahren und fährt den gleichen Pfad weiter. Das war mein Vorstellungsvideo des neuen EcoFlow Blade, der smarte Mähroboter mit Satellitenunterstützung. Der Startpreis des Gerätes bei 2.999 Euro ohne den Auffangkorb. Die Hinderniserkennung, zumindest bei mir, hat gut funktioniert. Die Kameras konnten mich als Hindernis erkennen. Bei kleineren Objekten wird es dann für den Blade schon etwas schwieriger. Diese wird er nicht so schnell sehen. Deswegen auch der Hinweis in der App, dass man Spielsachen, irgendwelche Stöcke, Haustiere natürlich räumen muss, bevor der Blade anfängt zu arbeiten. Das System habe ich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, diesem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, euer Feedback unten in die Kommentare packen, sowie Anregungen, was soll ich noch zu diesem Gerät zeigen in weiteren Videos, wenn ihr möchtet, und natürlich diesen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns, bis dann, ciao!